Wer hätte das gedacht vor 10 Jahren, als das erste OE-Meeting stattfand, dass aus dieser Veranstaltung mal so eine Erfolgsstory werden würde? Ja, da hat sich natürlich eine Menge getan. Angefangen mit einem kleinen Wettkampf mit 3 Gastvereinen, die hier gewesen sind, haben wir inzwischen 31 unterschiedliche Vereine bei uns zu Besuch gehabt. Heute wieder ein Wettkampf mit den stärksten niederbayerischen Vereinen, mit ausländischen Vereinen. Können wir stolz drauf sein auf so eine Entwicklung. Das heißt, wenn immer mehr Vereine kommen, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass unser Wettkampf gut angenommen wird. Und pünktlich zum Jubiläum gab es heuer auch eine Neuerung. Erstmals wurden nämlich Finalläufe durchgeführt. Sprich, die 6 schnellsten der Vorläufe in jeder Disziplin bestritten am Ende einen Endlauf. Und das kam gut bei den Athleten an. Ja, die Veranstaltung ist nicht schlecht gemacht und mit so super Finals und so, wo man auch was gewinnen kann. Und jetzt haben wir das erste Mal Finalläufe gehabt und das ist sehr beliebt, Finalläufe, und das ist eigentlich schon super, ja. Super war eines der meistgebrauchtesten Wörter am Samstag in Hengersberg. Trotz über 1200 Starts lief die Organisation wie gewohnt reibungslos. Dazu kam absolutes Kaiserwetter. Ja, das Wetter war super. Wir haben letzte Woche in Moment fürs Bio war es eiskalt, also da war das heute schon viel besser. Ein bisschen kühler hätte es vielleicht sein können, Instagram war schon super vom Wasser und vom Wetter. Und eben dieser Robert Gebhardt kam von allen männlichen Startern am besten zurecht in Hengersberg. Über 50 Meter Schmetterling und Freistil holte er sich den Sieg. Über 50 Meter Rücken kam noch ein 2. Platz hinter Mannschaftskollege Martin Hammerstingel dazu. Damit ging der Titel des punktbesten Schwimmers an diesem Tag ganz klar an Gebhardt. Sein weibliches Pendant war Niederbayern Sportlerin des Jahres 2010, Laura Winter. Allerdings war sie nicht ganz so dominant wie Gebhardt, aber ein Sieg über 50 Meter Schmetterling, ein 3. Platz in der Disziplin Freistil sowie Platz 5 auf der Bruststrecke reichten auch ihr zum Titel. Ja, eigentlich habe ich schon ein bisschen damit gerechnet, weil der Wettkampf ist jetzt nicht das Allerwichtigste, jetzt wie Süddeutsch oder Bayerisch oder so. Und man kennt seine Leute, die auch mit hat, dabei haben, und man weiß auch seine eigenen Leistungen. Die punktbeste Leistung habe ich jetzt nicht ein bisschen gerechnet, aber der Rest eigentlich, ja. Nachdem ich so oft schwimmen musste, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, aber bin insgesamt natürlich sehr zufrieden. Und mit 1-2 Chancen habe ich gerechnet, aber dass so viel wird, habe ich nicht gedacht. Nicht ganz optimal verlief das OE-Meeting für den Gastgeber, den SV Hengersberg. Aufgrund eines Umbruchs im Team blieb man doch deutlich hinter den beiden großen Mannschaften SC 53 Landshut und SG Ergolding Landau, die beide jeweils 30 Einzelstartsiege feierten, zurück. Aber im großen Abschlussbewerb der 8x50 Meter Lagenstaffel wollte man sich schadlos halten, und das gelang hervorragend. Vorzeigeschwimmerin Franziska Procher, die auf alle Einzelstarts verzichtet hatte, führte ihren SVH am Ende auf Platz 2 hinter den überragenden Landshutern, aber vor der SG Ergolding Landau. Ja, unsere Franzi hat gerade ihr Abitur zu Ende gebracht. Sie hat jetzt fast 10 Wochen Trainingspause gehabt, um sich intensiv auf ihr Abi vorzubereiten. Hat es auch super mit dem Schnitt von 1,8 bestanden, ist glücklich heute und ohne Training trotzdem ins Wasser gesprungen, um ihre Staffel mit zu unterstützen, und hat ja auch erfolgreich letztendlich den 2. Staffelplatz mit verteidigt. Ein sehr versöhnlicher Abschluss also für die Hengersberger beim Jubiläumsmeeting mit Platz 2 in der prestigeträchtigen Staffel. An den Landshutern führte an diesem Tag aber kein Weg vorbei.